Warum in Zeiten der Globalisierung noch die Sprache des Nachbarn lernen? Der am 22. Januar 1963 abgeschlossene Élysée-Vertrag, der sich gerade zum 50. Mal gejährt hat, beschwört die Beendigung der jahrhundertelangen Rivalität zwischen den Völkern und betont die entscheidende Rolle der Jugend bei der Festigung der deutsch-französischen Freundschaft. Die Frage des Erziehungswesens und des Sprachunterrichts ist den Staatsmännern damals einen eigenen Unterpunkt wert. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Zahl der französischen Schüler, die Deutsch lernen, und der deutschen Schüler, die Französisch lernen, zu erhöhen. Ebenso sollten an allen Hochschulen, wie es heißt, ich zitiere, allen Studierenden zugänglicher praktischer Unterricht in der Sprache des Nachbarn eingerichtet werden. Wo stehen wir aber heute, 50 Jahre danach? Die offiziellen Dokumente zum Jubiläum des Élysée-Vertrages greifen diese Frage teilweise an zentraler Stelle auf. Die Berliner Erklärung vom 22. Januar 2013 unterstreicht vor allem die Notwendigkeit der Förderung zweisprachiger Bildungsgänge. Auch der Ministerrat betont in seiner Erklärung vom gleichen Tag die Wichtigkeit des Erlernens der Partnersprache für das bessere gegenseitige Verständnis, die notwendige Förderung von deren frühkindlichem Erwerb und die strategische Bedeutung von zweisprachigen Schulzügen. Die bereits im Februar 2010 die Sie erwähnten, auf dem 12. deutsch-französischen Ministerrat von beiden Ländern unterzeichnete deutsch-französische Agenda 2020 setzt klare Prioritäten und präzisiert ambitionierte Zielzahlen, wie etwa die Verdoppelung der zweisprachigen Hochschulkurse, die Verdoppelung der Anzahl der von der deutsch-französischen Universität geförderten Studierenden, die Realisierung der Forderung, dass jeder zweite Schüler einer weiterführenden Schule bis 2020 einmal das Nachbarland mit der Schule zusammen besuchen sollte. Wir leben nun hier in einer Stadt und in einer Region, in der das Französische seit langem einen besonderen Status hat. Das haben Sie ja jetzt schon mehrfach gehört. Und es ist auch in den Schulen hier gut repräsentiert. 2 der 4 deutsch-französischen Abibac-Züge in Bayern sind am Erlanger Ohm-Gymnasium und am Neuen Gymnasium Nürnberg angesiedelt. Kein Anlass zur Klage also. Oder sind dies eher Ausnahmen? Stehen die schönen Worte der deutsch-französischen Diplomatie nicht eigentlich einer harten Realität gegenüber? Denn es gibt auch gegenläufige Trends, die sowohl in der Schule als auch in der Hochschule spürbar sind. An der Schulfront kämpft das Fach Französisch im neuen G8-Gymnasium deutschlandweit hart gegen die Konkurrenz von Spanisch und Latein. Ein Kampf, der in Bayern leider zurzeit oft noch immer wieder zugunsten des Lateinischen entschieden wird. Auch an den Universitäten sinken die Einschreibungszahlen teilweise seit der Bologna-Reform. Eine deutschlandweite Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2012 zeigt zwar, dass unter den erwachsenen Deutschen hinter Englisch immer noch Französisch die meistgelernte zweite Fremdsprache ist. Wenn diese Erwachsenen aber gefragt werden, welche Sprachen sie heute als Fremdsprachen lernen würden, wenn sie noch einmal in die Schule gehen würden, überholt das Spanische mit 48%, klar das Französische mit nur 44%. Auch in Frankreich sinken die Zahlen der Deutschlerner in Schulen und Hochschulen. Das dramatische Absinken der Anzahl der Kandidaten beim nationalen Rekrutierungswettbewerb für Deutschlehrer CAPES um über 50% seit 2006 ist hier nur eines von mehreren aussagekräftigen Indizien. Es scheint, dass in beiden Ländern die Sprache des Nachbarn rapide an Prestige verliert. Wirtschaftspolitische Zielvorgaben bestimmen immer weitergehender unsere gesellschaftlichen Institutionen und setzen auch in unseren Bildungseinrichtungen neue Prioritäten. Immer deutlicher werden provokante Fragen laut wie: Reicht nicht Englisch als Sprache der Global Players für den Erhalt des wirtschaftlichen Erfolges unserer Länder? Bedeutet die Vielsprachigkeit Europas nicht einen Reibungsverlust, den wir uns wirtschaftlich schon lange nicht mehr leisten können? Sollten deutsche wie französische Schüler nicht eher die Weltsprache Spanisch erlernen, die weltweit inzwischen einen erheblich größeren Einflussbereich hat als das Deutsche und Französische zusammen? Müssen wir nicht gar wirtschaftlich und kulturell an neuen Weltmächten uns orientieren und eher das Chinesische als Fremdsprache schon in den Schulen einführen, um konkurrenzfähig zu bleiben? Oder auch allgemeiner und ein Stück weit positiver formuliert, leben wir nicht in einem geeinten Europa, in dem die deutsch-französische Erbfeindschaft genauso wie die Geschichte der Versöhnung zwischen beiden Ländern zu den alten Zöpfen gehört, die die junge, global vernetzte Generation längst vergessen und überwunden hat?